Ich muss sie schaffen. Bitte, bitte, bitte. Oh, wow, 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 wow. Wow. Du bist ein Eyeliner. Oh, bitte, bitte, bitte. Wow. Mosel, du hängst fest. Das ist gut. Hab's geschafft. Ich. Ey, was sollte... Oh Gott, ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich will mich rechargen. Und das Scheißteil haut einfach ab. Ich soll in 3 Minuten flüchten. Oh, aber die Musik ist geil. Oh nein, ich kann nicht mal recovern. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt schnell zum Schiff. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche volle Energie. Ja toll, ich kann hier nicht mehr durch, oder was? Ich kann hier überhaupt nicht mehr. Halt, doch, doch, doch. Das muss sein. Bitte, bitte, bitte. Recovern. Ja, 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 bitte. Oh, das hat mich nicht mal Zeit gekostet. Ich dachte, Aufladen würde mit Zeit fressen. Oh, komm, 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 komm. Warte mal, muss ich hier lang? Wen muss ich? Ich muss links und runter, okay. Oh, jetzt aber schnell. 3 Minuten bis... Ja, okay, das könnte machen. Ich kann nicht mal speichern! Okay, das heißt, ich muss es sofort schaffen. Ich habe keinen Bock, dass ich SAX nochmal machen darf. Vor allem, was war das für ein Viech? Oh Gott. Was zum... Mein Schiff ist weg. Was zum... Das sieht gar nicht gut aus. Was zum... Wow! Was zum Geier ist das? Ist da... Das ist doch ein Metroid, oder? Und das ist... SAX. Du bist Metroid, du reagierst empfindlich auf Eis. Aufsammeln! Was? Wow! Ich hab mein Ice Beam wieder! Oh Gott, nur noch 1 Minute. Komm, schaffe. Bitte. Ich hab's geschafft. Aber Gott, wie sehe ich denn aus? Ich hab mein Eisbeam wieder. Ich sehe wieder aus wie die alte, aber irgendwie doch nicht. Ich hab nur mein Eisbeam wieder. Oh Gott, und mir war... Oh Gott, dass sie das geschafft hat mit so wenig Energietanks. Ich sehe wieder wie alt aus, bloß. Was? That perfect military mind, the wisdom of Adam Malkovich, continued to serve even after death. Until today, I had no idea that the minds of leaders and scientists were frequently uploaded to computers. My incredible reunion with Adam may have saved the universe, but how will the beginnings of the universe view our resolve? I doubt they will understand what we did.
the danger we barely averted. They will hold tribunals and investigations. They will hold us responsible. Adam understood this, and he spoke to me in my anger. Do not worry. One of them will understand. One of them must. I've reflected upon his words, and I see the wisdom in them. We are all bound by our experiences. They are the limits of our conscientiousness. But in the end, the human soul will ever reach for the truth. This is what Adam taught me. Just one detail still bothers me. This ship can only be started manually. Yet before I faced the Omega Metroid, the ship moved on its own, guided by someone's hand. Is it possible, Adam? Lady, what's troubling you? You wonder how I started the ship? Just think about it. They lent me a hand. Ach süß. Schlafen alle. Und das kleine bei Mutti drauf. Süß. Das ist nicht wahr. Das war's schon? Das war's wirklich schon mit Metroid Fusion? Okay, Leute. Anscheinend habe ich das nächste Wochenendprojekt endlich durch. Ich muss sagen, ich bin überrascht von Metroid Fusion. Doch, ganz ehrlich, ich bin überrascht. Es war ein gutes, aber dennoch ein wirklich sehr schwieriges Let's Play-Projekt für mich. Weil vom Schwierigkeitsgrad her... Leck mich am Arsch, war das hart. Aber das Beste vom Spiel, das... Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Und das stimmt auch. Der Kampf gegen dem wahren SAX. Der Kampf gegen... Wenn ich richtig gesehen habe, gegen gegen Ridley. Also... Parasite X Ridley und... Gegen Omega Metroid. Ach du Scheiße. Also, oh. Also, Hut ab. Genial. Und ich habe ja nur Zero Mission und Super Metroid gespielt. Ich habe es mal auf NES versucht, Metroid 1 und für Game Boy Metroid 2, aber nee. Das war nicht mein Fall. Zero Mission war super. Fusion war super. Super Metroid war super. Und ich selber würde echt wirklich gern Metroid Prime spielen. Aber da es nicht für PC gibt, finde ich das schon ein wenig schade. Das ist nur für die GameCube. Und auf PC lässt sich das bestimmt leichter spielen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt... Oh. Okay. Na toll, wieder mal auf Zeit. Ich habe nur den Helm losbekommen. Clear Time. Wie lange bin ich dran gesessen? Fast 4 Stunden. 50%. Schlecht. 62%. Na klar, die ganzen Energietanks, wahrscheinlich noch ein paar Raketen und Powerbomben. Powerbomben vermute ich mal geht bis 50, Raketen bis 250 und Energietanks. Leck mich am Arsch, war ich schlecht. Aber ich hab's geschafft mit so wenig Energie, leck mich am Arsch. Okay. Ach, Startbildschirm. Jetzt bin ich mal gespannt, gibt es hier... Sektor 1? Nein. Okay. Okay, Leute. Das letzte Resümee. Mir hat das Spiel wirklich Spaß gemacht. Auch wenn ich mich
wenn ich mich wirklich aufgeregt habe über das Spiel, es hat mir dennoch Spaß gemacht. Aber dass es so einen Schwierigkeitsgrad hatte. Entweder ich war ein bisschen zu dämlich für Metroid Fusion, was ich aber irgendwie nicht glauben kann, weil Metroid Zero Mission habe ich jetzt schon ein paar Mal durchgespielt. Genauso wie Super Metroid. Also ich kann nicht glauben, dass es daran liegt. Ich denke mal, das liegt eher am Schwierigkeitsgrad. Dass dies wirklich so hart angezogen hat an Schwierigkeitsgrad. Dass man dies nicht wirklich einstellen konnte. Dass man das nicht mal einstellen konnte. Das fand ich schade. Und sonst die Story. Gut, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von der Story. Einfach hier die X jagen und so, aber... Boah. Hat mich auch etwas mitgenommen, die Story. Also... Hut ab. Die Grafik... Ja, also für den Game Boy Advance ist das richtig super. Und... Spielspaß. Doch, mir hatte Spaß gemacht. Was ich jedoch wirklich sehr, sehr schade fand, dass ich nicht mehr zu den anderen Sachen konnte. Um die restlichen Geheimnisse mit der Screw Attack hier ausfindig zu machen. Ansonsten, ich kann das Spiel empfehlen. Also spiel es mal selber. Es ist wirklich wow, sagenhaft. Sind das jetzt Spielausschnitte von mir? Und da tauchen die einfach immer auf. Naja, egal, wie dem auch sei. Mir hat das Projekt doch... Was? Okay. Doch, mir hat das Projekt Spaß gemacht. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, bin ich auch enttäuscht, dass man die Sache nicht aus- und einschalten konnte, wie bei Super Metroid oder was bei Metroid Zero Mission auch, dass man da die Sachen abschalten konnte. Nee, ich meine nur bei Super Metroid. Ja klar, hier gibt's schon eine Screw Attack und... Och man... Ich hätte noch so viel entdecken wollen. Ach, egal. Auf alle Fälle, ich reg mich jetzt nicht auf, sondern wir sehen uns bei einem neuen Wochenendprojekt, was immer das auch sein wird. Es verabschiedet sich. Nein, Entschuldigung. Erstmal muss ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich danke dennoch für eure Views, für eure Kommentare. Schreibt mir selber oder schreibt einfach mal in den Kommentaren, wie ihr selber das Spiel findet, ob ihr schon mal gespielt habt, wie ihr selber das Spiel findet. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel war super. Auch wenn ich hier und da meine Schwierigkeiten hatte und Überraschungen, aber ich fand's super. So, jetzt aber. Es verabschiedet sich Machi Malkaf für heute over and out. Bis zum nächsten Projekt. Tschö, mit dir. Cool.